Was hat Slate gemeint? Was wollten sie auslöschen? Jetzt, wo du aus deinem Käfig raus bist, merkst du vielleicht, dass er seine Vorteile hatte. Es ist immer besser, eine Wahl zu haben, Mr. DeWitt. Egal, was dabei rauskommt. Ja. Und was ist, wenn du eines Tages merkst, dass deine Wahl dir nicht gefällt? Ich habe, was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Warum geht die Tür nicht auf? Man kann über Lady Comstock sagen, was man will. Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Ist Comstock ein absolutes Arschloch ist, das kann ich mir denken. Aber ich glaube, du bist kein besserer Mensch. Genauso wenig wie wir es sind. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Comstock hatte ein Kind? In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Ausgerechnet die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Das ist mein Turm. Seht, Daisy Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben. Doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nicht zwischen sie und die Prophezeiung. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Du bist Comstocks Tochter. Nein, unmöglich. Nein! Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund. Das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Ist die Frage, ist es auch wirklich seine Tochter gewesen? Oder fälscht er da auch wieder alles? Kriegst du das auf? Die Ermordung unserer Lady. Gut, sowas muss aber auch nicht sein, ne? Für diejenigen, die mich liebten, war ich die freigebigste aller Seelen. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert hätte. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen begangen hätte. Und als ich die Herzen aller, die mich liebten, entflammt hatte, da sprach der Prophet: Du kannst nichts tun, wofür ich dir nicht vergeben würde. Denn Gott hat mir die Sehergabe verliehen und durch seine Augen betrachtet, wirst selbst du geliebt. Bitte woanders hinzielen. Mir geht's gar nicht gut. Comstocks Rache. Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. Danke. Ich gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Erschrocken, Alter. Ist das? Das ist ein Riss. Oh. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Frachthaken.
Alter. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. Ey, warum muss ich dafür eh drücken? Geht klar. Ich spüre, dass da noch mehr sind. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Booker, sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Ich hänge hier wie so ein Ast. Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Nimm den da! Geschütz, schnell! Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slate! Slate, mach doch jetzt nicht so. Rabattdollar, Bill? Automat leer. Sorry. Halt die Augen auf nach dieser Short-Jockey-Kraft. Hm. Immer noch nicht. Ich hab Geld gefunden. Bedankt. Ja. Danke. Ja. Na klar. Er hat einen Tumor nach dem anderen und... Ja. Oh, da ist noch eins. Seht das Wunderkind. Meine Prophezeiung wird wahr. Nach 7 Tagen im Leben kommt das Schoß. Kommt das Wunderkind. Ja, ja. Mhm. Ist die richtige Mutter. Tja. Das gefällt mir nicht. Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie. Zu rar ist jener Schlag von Mann. Wellen und Stein, das er langsweilt. Hier verliert sie euch der Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie. Blechmänner, Booker. Dazu wird Comstock uns machen. Mit Drähten und Hebeln, statt Köpfen und Herzen! Ja, Mensch, mach's doch endlich. Fertig. Hier ist etwas Geld. Hier, warte, ich muss mir das anschauen. Danke. Eine Stadt fort. Ach so. Hier kommst du.
Emporia. Ich wollte eigentlich meine Pistole nicht gerne abgeben, aber weil wir immer weniger an Leben haben. Der Laden wurde geplündert. Hier gibt es keinen Schockjockey. Slade muss es mitgenommen haben. Mama. Wir mussten Schloss knacken. Das dürfte schnell gehen. Was sind das dann? Oh, bitte schön. Alle getrunken. Lohnt tut sich das irgendwie nicht. Ist das? Slade. Er ist hier. Geh mal bitte aus dem Weg. Deserve a soldier's death. Was ist das? Comstocks Schiffe. Er kommt wegen Slade. Es war Slade, der bei Wounded Knee für sein Land tötete. Es war Slade, der die Tore Pekings stürmte. Slade! Slade! Comstock kommt, Booker. Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein! Er will uns auch noch in Blech verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Er hat mir meine Vergangenheit geraubt, aber mehr bekommt er nicht! Gib uns endlich diese Kraft, das muss doch nicht sein! Hau auf, Jungs! Der Soldatentod wartet! Oh, Papa. Den ich kannte! Blechmann! Blechmann! Wie Blechmann? Was habe ich denn jetzt getan? Okay, fangen! Das Ding geht ab. Die Sau. Mehr hast du nicht auf Lager, Soldat. Jetzt komm schon, David. Enttäusche die Jungs nicht. Was ist schon ein Leben verglichen mit dem Glauben? Oh. Das ist schlecht. Zeig mir, was du kannst! Mach doch nicht so mit mir. Kann ich ja mal mitnehmen, ausnahmsweise. Da geht's nicht so lang. Hör mal auf jetzt, was sind das überhaupt? Kacke. Thank you.
bist hier noch nicht fertig, Soldat! Schön leer essen den Teller! Bring's zu Ende! Ha! Sie haben dich nicht verdreht, Booker. Kein bisschen. Shock Jockey. Ich fand, das war die richtige Version. Das ist es wert, die richtigere, die bessere. Shoot a bolt of electricity. Hold and release to create a shocking trap. Es war wohl ein Comstocks Männer hätten ihn erwischt. Wahrscheinlich, ja. Gewöhnt man sich jemals daran? Ans Töten? Schneller, als du dir vorstellen kannst. Und jetzt? Wo muss ich ihn hin? Ich laufe ihr einfach mal hinterher. Sie kennt den Weg, warum auch immer. Hey, der Mann ist schon tot. Mehr Geld. Diese Kräfte scheinen ziemlich stark zu sein. Ich werde sie so gut es geht mit Salzen versorgen. Danke. Ach ja, der Slate. Was ist er denn? Warum hat er sich begonnen? Hey, wir sind... Booker, ich spüre, dass Slates Worte sie gequält haben. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Booker. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Ja. Verlassen? Mal kurz. Ja. Booker DeWitt. Moskito? Ja, hier. Mann. Aber Leute, an der Stelle. Oh mein Gott, warte mal, wir müssen doch mal lang. Ich wollte eigentlich mal aufmachen, wechseln machen. Sehe ich ja jetzt erst. Okay. Gut, das war jetzt natürlich nochmal. Dina, los! Fertig! Nochmal ein bisschen rumgepullere. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, es hat euch bis hierhin schon mal gut gefallen. Ich bin sehr, sehr froh, wieder zurück zu sein. Ich bin auch schon wieder voll drin. Zum Teil sehr am Konzentrieren, am Zuhören und so weiter. Ich glaube, das merkt man auch. Dementsprechend tut, glaube ich, so ein Aufnahmestopp jetzt mal gar nicht so. Ja, tut's gar nicht mal so schlecht, damit ich seine Kräfte wieder sammeln kann und da wieder mit noch mehr Energie und Elan auch in die Aufnahme reingehen kann. Wie gesagt, ich habe absolut Spaß an dem Spiel, oder ich habe auch Spaß an der Story, aber muss mal wieder ein bisschen runterkommen.
an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir doch gerne mit einer positiven Bewertung. Und wenn ihr neu seid, dann ein gernes kostenloses Abo da lassen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und sonst hören und sehen wir uns hoffentlich wieder bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao, ciao.